komm, Rayfield, reiß dich mal zusammen und lass alles raus. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum SOS-Video, vom SOS-Video. Ich muss euch jetzt was erzählen. Uff, ich muss euch jetzt was erzählen. Also, ich muss euch jetzt echt was... Uff, jetzt komm doch endlich mal auf den Punkt und sag, was du erzählen willst. Uff, der Tag fing eigentlich ganz gut an. Ich konnte ausschlafen, die Sonne hat geschienen, die Luft hat nach frischer Hagebuttenmarmelade gerochen. Und ein bisschen nach Flo's Verdauungsproblem. Was willst du eigentlich? Halt doch mal die Klappe jetzt! Digga, ich riech deine 40 Kilometer weit! Als ob man das war nicht die ganze Zeit! Ja, nee! Lass mir jetzt mal Ruhe! Außerdem hatte ich einen Kaffee und die Zwetschgen haben gevögelt. Die Vögel haben gezwitschert. Oh Gott. Doch dann fing die Kacke richtig an zu dampfen. Hast du gefurzt? Aber doch, ich kann das riechen. Jetzt dreh doch endlich mal dein Video weiter! Ich habe euch ja schon im letzten Video erzählt, dass ich eigentlich ein richtig geiles Video draußen drehen wollte, aber dann kam was dazwischen. Ich hatte heute eigentlich ein richtig lustiges Video geplant, was man hätten draußen drehen müssen. Aber dank ein paar Vollpfosten, die anscheinend meinten, einen Regentanz aufführen zu müssen, hat der liebe Gott einfach gedacht, hey, heute ist doch ein schöner Tag, einfach 50 Milliarden Kubikmeter Wasser über die Erde zu schütten. Ist nicht schlimm, kann ja mal passieren. Neuer Tag, neues Glück. Die Sonne scheint weit und breit, kein Spacko zu sehen, der den Regentanz tanzt. Dachte ich mir, dreh ich den ganzen Käse doch einfach heute. Rötel das ganze Equipment zu dem Feld, wo ich eigentlich drehen wollte. Hey! Bau übermotiviert 5 Stunden lang den ganzen Quatsch auf, will gerade loslegen, kreischt mir plötzlich so ein verdammter Bauer mit seinem Traktor zwischen die Beine. Ich frag ihn dann so ganz höflich. Ey, was willst du jetzt hier? Er dann so. Wieso gehst du auf mein Grundstück? Ich dann so. Ey, wieso gehst du mir doch auf die Nerven? Er so. Ich bin der Bauer und du tust gefälligst, was ich dir sag. Ja, okay. Das Alter, es reicht. Wir haben es jetzt alle verstanden, glaube ich. Auf jeden Fall hat mich nicht diesmal der Regen, sondern ein Bauer mit einer Mistgabel vom Acker gescheucht. Und was macht man so in einer Situation? Natürlich Frust essen. Also bin ich in die Stadt gefahren und hab mir einen fetten Burger geholt. Und da hatte ich die zündende Idee, dass ich einfach ein Video machen kann, in dem ich euch richtig geniale Burger-Lifehacks zeige. Das schmeckt aber lecker. Alter, heulst du? Nein, Digga, ich hab nur was im Auge. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Mixer. Eigentlich wollte ich für dieses Video den Mixer aus dem... den verdammten Mixer aus dem Studio benutzen, aber der Flo hat letztens damit sein Tofu-Hühnchen geschreddert und ihn nicht sauber gemacht. Danach... Maul! Der ist total vergammelt. Ja, aber doch nicht. Du wolltest doch letztens Tofu-Hühnchen machen. Ja, gut, das wird... Ja, aber das ist zu sehr. Ja. Gleich eins aufs Maul. Mann, Leute, ich sag's euch, ich bin so aufgeregt, Mann, ich zitter schon richtig, ey. Schnauze! Hallo. Aber tut ja nichts zur Sache. Also fahre ich einfach direkt nochmal in die Stadt, um mir einen niegelnagelneuen Mixer zu kaufen. Und was passiert? Er funktioniert nicht, Diggi. Das Ding provoziert mich, Mann. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Hoppala. Oh, ich hab's kaputt. Oh, jetzt ist es halt wirklich kaputt. Mal kurz zur Erklärung. Es ist 3:30 Uhr nachts, okay? Ich kaufe den verdammten Mixer heute noch. Will jetzt endlich dieses verdammte Burger-Lifehack-Video drehen. Und was ist das? Da hat irgend so ein minder bewertetes Meerschweinchen total geklaut, Alter. Deshalb müsst du auch da sein. Ich sehe da nichts. Da kann dein Tag gar nicht schlechter werden. Und da provoziert dich auch noch so ein Mixer, ein Mixer. Ich geb das Ding zurück, aber safe. Willst du noch irgendjemand grüßen oder so? Jetzt mach die verdammte Kamera aus!